Von der Medizinstudentin zur Exe in weniger als 2 Stunden. Für Model Julia ist das nichts Ungewöhnliches. Zum Wacken Open Air verwandelt sie sich in verschiedene Fantasiewesen, um Spenden für die Wacken Foundation zu sammeln. Welche Anforderungen muss so ein Festival Body Painting erfüllen? Es muss zu Gummistiefeln passen im Notfall oder zu Springerstiefeln. Ja, und es muss halt so auffällig sein, dass die Leute wirklich kurz stehen bleiben und einen dann auch anregen. Genau, also Wacken hat man ja und generell Festivals eh viele bunte Gestalten, sag ich mal so. Und wenn man da Bodypainting macht, dann muss man trotzdem noch auffallen. Ja, genau. Um aufzufallen, greift die 26-Jährige neben Bemalungen auch auf aufwendigen Kopfschmuck zurück. Alles Marke Eigenbau und alles im Stile des Metal. Die Faszination für die Musikrichtung ist schnell erklärt. A, es ist laut, B, es ist schnell und es nimmt irgendwie kein Blatt vom Mund. Das ist, glaube ich, eine ziemlich ehrliche Art der Musik. Als norddeutscher Metal-Fan weiß Julia natürlich, warum Schleswig-Holstein und die rockige Musikrichtung so gut zueinander passen. Wir sind relativ nördlich in Deutschland. Abgesehen davon, dass die Musik hier grundsätzlich gut ist, kann man hier auch so Dinge wie Skandinavistik studieren, wo der Metal-Head-Faktor sowieso sehr hoch ist. Und es gibt super viele lokale Bands, super viele Veranstaltungen. Nach einem letzten blutigen Handabdruck im Gesicht ist die Verwandlung endgültig abgeschlossen. Da staunt nicht nur Bad Agame Belladonna. Auch die Passanten in der Kieler Fußgängerzone sind verblüfft. Gefällt Ihnen das? Ja, super. Also, das Original sieht jetzt, wirklich ne? toll aus. Ja, schick. Und wie ist das für dich? Spannend. Gar nicht so schlimm, weil ich ja quasi nicht ich bin, sondern eine andere Figur. Und wie es dich für eine richtige Exe gehört, wird sich bei diesem Wetter erst einmal in der Sonne entspannt.